Das überlegen wir uns gleich. Wir sprechen erst nochmal mit dem Bischof. Bischof In von Ordnung. Crawford. Ach, hier ist auch noch eine Wie ihr wollt. Schatztruhe. Es ist Zeit Mann, hier da. bin ich doch schon überall lang gerannt. War ich blind oder so? Auf jeden Fall, was will der denn von uns haben? Gebt Regent Dofbar 1000 Eisen. Die Stimme hat ja mal gerade gar nicht zu dem gepasst, oder? Also, nee. Tausend Stück Schwefel, na das Gut. brauchen wir jetzt aber auch. Gott zum Gruß, edler Herr. Man sagt, ihr habt die Stadt gegen Angreifer verteidigt, wie der Erzengel Michael. Ich dünkt, ihr seid auch einer dieser kriegslüsternen Burschen, die lieber das Schwert schwingen wie St. Georg, als mit dem Verstand tätig zu werden wie St. Thomas Aquinas. Wohl, wohl. Ihr seid da scheinbar nicht anders als dieser Dorfbar. Der meint, in der Stadt regieren zu können wie Herodes Antipas. Der wird am liebsten ein riesenhaftes Heer aufstellen wie David gegen die Philister und unsere Männer ins Verderben schicken. Als Hilfe das gegen die dunklen Horden, die den apokalyptischen Reitern gleichen. Doch gottlose Kriegstreiberei bringt der Stadt nur Not und Elend. Weit besser wär's, die Belagerung zu beenden, nicht in offenem Kampf, sondern mit List, wie einst Gideon es tat. Ich wüsste wohl wie. Wollt ihr meinen Vorschlag hören? Vielleicht gleicht ihr ja mehr dem weisen Salomon und lasset Vernunft walten. Gebt mir 2000 Taler und ich werde wie einst Papst Leo der Große vor Attila zum General der Schwarzen Ritter gehen. Für blinkendes Gold wird er mit seinen Truppen von dannen ziehen. Jeder Mensch ist käuflich, so wie einst Judas für 30 Silberlinge. Nun, was haltet ihr davon? Ihr gebt mir das Geld und seid aller Sorgen ledig. Wie das erste Menschenpaar im Paradies. Auch das Schicksal der Stadt braucht euch nicht zu bekümmern. Doch solange ich das Geld nicht habe, muss das Stadttor geschlossen bleiben, wie einst die Türflügel von Gaza. Weh, oh weh, fliehen muss ich, wie einst Absalom vor David. Der Bischof haut ab. Was führt er im Schilde? Fasst ihn! Zu Befehl! Weh, jetzt ist alles aus. Wie einst bei... Ach, keine Ahnung, bei wem. Wollte doch der Kerl tatsächlich zum Feind überlaufen, diese schändliche Schlange. Er hat wohl die ganze Zeit mit den dunklen Horden paktiert. Der falsche Fuchs. Und nun, da wir immer stärker wurden, sah er seine Felle davonschwimmen und wollte sich aus dem Staub machen, der glatzköpfige Geier. Und mit einem Sack voll Geld wollte er sich die Gunst des Generals der dunklen Horden erkaufen, der hässliche Hund. Uns wollte er immer erzählen, er würde eine diplomatische Lösung suchen, unsere Feinde zum Abziehen bewegen, der widerliche Wurm. Dario, gabt ihr ihm Geld für seine verräterischen Zwecke, diesem ekligen Egel? Wir werden euch das selbstverständlich ersetzen. Ihr konntet ja nicht ahnen, welch falsches Spiel der Bischof spielte, dieser miese Molz. Meister, jetzt da der Bischof in Gewahrsam genommen ist, dieser scheinheilige Kerl, nun jedenfalls können wir jetzt das Stadttor bestimmt passieren. Der Weg zur alten Burg ist frei. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ach, warum haben wir denen denn das Geld gegeben? Das hätte ich doch niemals gemacht. Also wie der mit den Namen da um sich geworfen hat, ne? Oh mein Gott, ey, hier, was ist denn jetzt hier los? Ja, genau so. Ach, unser Armee reicht ja hier. Locker. Dieser Bischof, dieser Fiese, wusste ich gleich, dass dem man nicht trauen kann.
Aber ich glaube, irgendwie sollte man erst mit dem Bischof sprechen und dann mit dem Regent und so. Und dann hätte dieses Fliehen auch mehr Sinn gemacht. Weil jetzt war das ja ein bisschen komisch. Und irgendwie haben wir uns gar nicht dazu entschieden. Ja, ihr habt alles abgebaut. Irgendwie haben wir uns gar nicht dazu entschieden, dem 2000 zu geben. Das hätte ich natürlich nicht gemacht. Aber wir geben mal hier unseren Freunden die 1000 Eisen. Seid tausendfach bedankt. Unsere tapferen Soldaten werden nun mit euch die Stadt verteidigen und den Feinden den Garaus machen. Ich würde gerne mal wissen, wie viel die da losschicken. Na, wo ist es denn? Hä? Liegt es vielleicht im Dunkeln? Man will ja nicht munkeln, aber ich finde das nicht. Ja, ich sag, wir gehen schon mal vor, ne? Dafür sind wir genau die Richtigen. Zahltag. So soll es sein. Wie ihr wünscht. Unsere Armee ist natürlich durch nichts aufzuhalten. Vor allem, weil ich glaube, da sind überhaupt... Oh, keine Feinde mehr, wollte ich gerade sagen. Aber die Türme setzen einem da schon ganz schön zu. Hier, so geht das Ganze schneller. Wie ihr befehlt. Aber meinetwegen nimmt die Zelte mit. Ja, mein Herr. Aber. Auf in den Kampf! Alter, die haben 5 Sterne. Moment, Moment. Auf jeden Fall haben die Sterne. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So soll es sein. Feinde greifen euch an. Ist das hier eigentlich so, dass Speerträger, ja, ne? Speerträger haben die Stärke Reiter, ne? Ja, ist ja gut, dass wir hier auch ein paar Speerträger mit haben. Auch wenn ich jetzt erstmal die Kaserne angreife, damit die keine neuen Einheiten produzieren. Oh, jetzt regnet es auch noch, ey, so ein Pisswetter hier. Und jetzt auf die Ballistertürme. Der Sieg wird unser sein! Das kann ich. Kriegen wir hier mal Unterstützung? Oder können wir die anfordern irgendwie? Nee. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Nur Mut! Wir werden siegen! Und dann ist diese Mission auch gleich vorbei. Nee, ihr sollt eigentlich jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt alle da oben drauf. Ergreift sie. Kann er hier wieder... Schade. Joa, ne? Jetzt warten wir ein bisschen und dann... Oh, hier unten. Das können wir natürlich hier nicht so stehen lassen. Dank der Hilfe von Helios, okay. Dario, Erek und seinen Mannen war es gelungen, die Belagerung um Crawford aufzuheben. Der feindliche Anführer hatte jedoch durch einen unterirdischen Geheimgang fliehen können. Es stellte sich heraus, dass es niemand Geringeres als der schwarze Ritter Kerberos war, ein Handlanger des schändlichen Mordred. Als man den verräterischen Bischof durchsuchte, fand man ein Teil, das zu Darios Amulett passte. Noch wusste niemand damit etwas anzufangen, aber es schien eine seltsame Macht von ihm auszugehen. Das nächste Ziel sollten die Städte Claycourt und Barmecia sein. Ursprünglich geeint, bildeten sie nunmehr 2 völlig voneinander geschiedene Reiche. Bei diesen verfeindeten Reichen bestand nach Helias Aussagen nicht nur Wirkungsarbeit für ihn. Es galt auch, Verbündete und Freunde für die Gemeinschaft zu gewinnen, die sich der Wiedererrichtung des Alten Reiches annehmen würden. Als Zeichen der Anerkennung erhielt Dario vom Regenten Dovbar eine neue Rüstung. So hatte er mit Crawford bereits eine verbündete Stadt hinzugewonnen.
An einem der Steinbrüche gibt es bald nichts mehr zu holen. Hurra, ihr habt das Spiel gewonnen. Ja, und wir haben die nächste Mission geschafft und ich finde es übrigens cool, dass sich Dario verändert. Im Laufe der Zeit, er wird noch einige Sachen dazu bekommen. Jetzt haben wir ja schon die neue Rüstung. Das sieht um einiges auch besser aus.